Was für eine Atmosphäre. Come on, können wir Jesus mal einen riesen Applaus geben? Come on. Das ist kein Applaus für die Live Worship Band oder für irgendjemand, sondern ein Applaus für Jesus, der König der Könige. Come on, lass uns Jesus einen Applaus geben. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Wow. Was für eine Atmosphäre, ey. Es ist wirklich, der Himmel küsst die Erde. Ist so stark. Wir als Alive Worship Band sind jetzt schon einige Tage, wie Salvo gesagt hat, auf Tour und wir durften echt coole Dinge erleben. Ich glaube, für uns als Generation ist Anbetung und Lobpreis die größte Waffe. Ich glaube wirklich, dass in den Radios in Deutschland Lobpreis gespielt wird. Ich glaube, dass Lobpreis und Anbetung Einfluss nimmt wie nie zuvor in unserem Land. Guck mal, in dem Moment, wenn wir Gott heute anbeten, fallen nicht nur unsere Ketten, sondern die Ketten dieser Region fallen. Die Ketten unserer Freunde, unserer Familien. Wenn du heute dem Herrn die Ehre gibst, passiert etwas in der Atmosphäre. Es hat Kraft. Wir durften das jetzt erleben die letzten Tage. Es war richtig stark. Abends haben wir einen Lobpreis gemacht, tagsüber haben wir FIFA gespielt. Aber Gott ist immer noch gut. Und wir kommen jetzt zum nächsten Song. Und dieser Song heißt Trommelwirbel. Vollkommene Liebe. Das ist ja auch die Tour. Und im Chorus, das berührt mich so sehr. Und einige verstehen das nicht, wenn sie es hören oder lesen. Es steht, hier wird die Liebe personifiziert und steht... Die Liebe, sie nimmt alles weg von mir. Ich bin ein neuer Mensch mit ihr. Sie nimmt alles weg von mir. Ich bin ein neuer Mensch mit ihr. Vollkommene Liebe trägt einen heiligen Namen. Sein Name ist Jesus. Das sind die Lyrics, die werden wir gleich singen und ist so tief. Die Liebe, wie oft reden wir, die Liebe sie schenkt und gibt und das, aber hier in dem Text, ich finde es so hammer, Salvo steht, die Liebe, sie nimmt alles weg von mir, sie nimmt jede Schuld, sie nimmt jede Sorge, sie nimmt jede Krankheit, sie nimmt jeden Schmerz und sie macht einen neuen Mensch. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus, das Alte ist vergangen und das Neue steht vor mir. Das ist die Liebe, das ist die Liebe. Und ich liebe die Bridge, in der Bridge wird diese Liebe noch stärker personifiziert. Leute, diese Liebe finden wir nicht in der Welt, sorry. Diese Liebe findest du nicht in einem Partner, sorry. Diese Liebe findest du nicht in irgendeinem Werkzeug, Gegenstand, Alkohol oder Drogen. Diese Liebe findest du nicht in dieser Welt, sondern diese Liebe wird dich finden. Und diese Liebe trägt einen Namen. Und es ist der Name, der über jeden Namen ist. Die Liebe trägt den Namen, vollkommene Liebe trägt den Namen Jesus.